Karl-Heinz Gogel für Kunsthaus 15 und NRW Wichen. Heute im Proberaum der Aachener Schauspielschule mit dem Schulleiter der Schauspielschule, Herrn René Blanche, und Schauspieler und Dozent, Herr Thomas Adamek. Hallo. Das war schon mal gut, René. Ja, wir machen ja zwischenzeitlich eine Reihe über die Schauspielschule Aachen. Mit großem Interesse. Aachener Schauspielschule. Aachener Schauspielschule. Vielen Dank für die Korrektur. Aachener Schauspielschule. Und ja, wollen jetzt mal kurz über die Schauspielschule sprechen, über das Programm der Schauspielschule, was recht vielseitig ist. René, als Schulleiter der Schauspielschule, stell doch mal bitte die Unterrichtsinhalte der Schule vor. Es gibt 6 praktische Hauptfächer, die da wären: Schauspiel, Camera Acting, also sprich Filmschauspiel, Tanz, Gesang, Bühnenkampf und Sprecherziehung. Das sind so die 6 Hauptfächer. Wir ergänzen das natürlich immer mit Dingen, die die Leute brauchen können. Wir machen hier sogar Existenzgründungsseminare für Schauspieler, die ja oft Freiberufler sind und viele andere Dinge halt auch, Praxisprojekte, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Ja. Aber das sind die 6 Hauptfächer, von denen wir glauben, dass sie die Leute ans Ziel bringen. Prima. Und wenn wir über das Ziel sprechen, Herr Adamek, sind Sie eigentlich der ideale Vertreter der Zielsetzung? Sie sind jetzt ein erfolgreicher Schauspieler in einer aktuellen Serie, die von einem deutschen Privatsender gedreht wird. Eine der 4 Hauptrollen in dieser Produktion. Sie haben die Ausbildung hier in der Schauspielschule Aachen absolviert und haben hier die Bühnenreife erworben, kann man sagen. Ja? Bei diesen Inhalten, da ich ja weiß, dass Sie in die Richtung Fernsehen, Film gehen, was hat Ihnen da ganz besonders weitergeholfen? Da, wo ich immer so den Unterschied sehe, vor der Ausbildung und nach der Ausbildung, ist, glaube ich, wirklich Sprecherziehung. Wenn ich mir heute noch Folgen angucke, die ich gedreht habe vor meiner Schauspielausbildung, da kommt es manchmal vor, dass ich sage: Mensch, Thomas, ich verstehe doch echt kein Wort. Ja. Und erst hier in der Schauspielschule wurde mir klar, wie wichtig das Sprechen ist und dass das wirklich das absolute Handwerkszeug ist für einen Schauspieler, dass man verstanden wird, ja, dass man wirklich gut verstanden wird und sich abhebt von den Menschen, die diese Ausbildung nicht haben und nicht sprechen gelernt haben. Diese Bandbreite der Ausbildung der Schauspielschule Aachen, die ja natürlich auch den Theaterbereich mitnimmt. Wie würden Sie das beurteilen? Ist das abdeckend, in der Fläche abdeckend, oder könnten Sie sich unter Umständen noch einen Bereich dazu wünschen? Was die Ausbildung angeht? Was die Ausbildung angeht. Ja, also an der Aachener Schauspielschule ist es ja so, dass man quasi zweigleisig fährt. Man hat zum einen die Möglichkeit, durch die Projekte der Schule Theateraufführungen mitzugestalten oder bei Theateraufführungen mitzumachen, eine Rolle zu spielen. Und man hat die Möglichkeit, vor der Kamera etwas zu machen in der Serie, die auch von René erfunden worden ist. Ja, angestupst worden ist. Genau, Jean-Marie. Ja, mein Lieblingsthema. La vie de Jean-Marie. La vie de Jean-Marie. De Jean-Marie. Genau, da haben die Absolventen und die aktuellen Schüler die Möglichkeit teilzunehmen. Also sowohl Theater als auch Film. Und ich denke, das ist eine sehr gute Möglichkeit für die Schüler, dann wirklich hineinzuschnuppern in den und in den anderen Bereich. Ja, Adamek. Ich bin ja wirklich Liebhaber schon dieser Serie, dieser Sketch-Serie, kann man dazu sagen, ja. René. Und immer dann, wenn es mir nicht so gut geht und ich habe einen Termin, dann schaue ich morgens, bevor ich losfahre, schaue ich mir eine Folge an, zum Beispiel Speed Dating. Immer noch, meine Frau kann es mittlerweile schon nicht mehr verstehen, aber für mich ist das immer ein Highlight, den Tag zu beginnen. Ja, René, als Schulleiter so eine Eröffnung dann auch wirklich in die Realität des Schauspielers, also einmal
in der Serie die Situation am Set, sage ich mal, die Drehsituation, oder aber in einer Theateraufführung, die ja unmittelbar vor dem Publikum stattfindet. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und ich glaube, da hast du auch ganz wichtige Wege beschritten, das so möglich zu machen. Ja, ich bin ein Teil dessen, sagen wir mal so, oder der Teil, der es angestupst hat. Aber ich bin sehr, sehr dankbar für die Menschen, die mich umgeben. Ich bin sehr dankbar für die Leute, die den Weg mit mir gehen. Thomas ist nicht nur Absolvent, sondern auch ein ganz enger Freund geworden über die Jahre und viele andere Beteiligte auch. Ich bin auch froh, dass man uns damals im öffentlich-rechtlichen belgischen Fernsehen die Chance gegeben hat, so eine Serie überhaupt zu präsentieren. Das ist ja auch etwas, was nicht alltäglich ist. Und was du gerade sagtest, das freut mich natürlich ganz besonders zu hören, weil das ist ja der Sinn der Sache. Ich bin der Meinung, dass ein Künstler immer jemand sein sollte, der etwas zu geben hat, der nicht auf die Bühne sich stellt, damit er Applaus kriegt, sondern damit er den Menschen was geben kann. Und das, finde ich, sieht man auch in den alten Louis de Funès-Filmen, so banal manchmal der Inhalt ist, aber da bemühen sich Menschen, dich eben zum Lachen zu bringen und dir ein Lächeln in den Tag zu setzen. Und wenn wir das dann erreicht haben mit La Vie de Jean-Marie, dass es jemandem besser geht dadurch oder dass er lacht, wenn er sonst nicht gelacht hätte, sind wir glücklich, dann ist alles erreicht. Ja, also bei mir ist das ganz bestimmt der Fall. Vielen Dank, das höre ich sehr gerne. Ja. Die Leitung einer Schauspielschule, man muss dazu sagen, René, du bist als Schauspieler aktiv, du führst Regie, du machst Lesungen und viele Dinge, über die wir schon mal in einem privaten Gespräch gesprochen haben. Mein Gedanke war eigentlich immer, wie schafft er das? Ja, das waren wirklich so viele Aktivitäten und ich habe den Eindruck, du bringst das immer gut unter. Zwar, wenn ich mit dir telefoniere, habe ich manchmal immer so den Eindruck, ich muss jetzt ganz schnell sein, weil der Kerl hat keine Zeit. Herr Adamek, bei Ihnen, um diesen Termin heute zu finden, war es auch so, wir haben heute Sonntag im Vormittag, gleich 11 Uhr. Bin froh, dass das geklappt hat. Aber das ist ja nun eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Wie kann man sich das so vorstellen? Also du musst hier präsent sein, wie gesagt, und bist dann noch in vielen, vielen Aktivitäten unterwegs. Ich glaube, es erwächst ja aber auch alles aus der Schule. Ne? Ich habe ja schon mal diesen Vergleich gebracht, dass die Schule vielleicht so der Baumstamm ist und alles, was da rauswächst, sind so die Äste. Insofern hat das schon alles miteinander zu tun. Und ich glaube, das macht es interessant. Du erwähntest gerade die Lesung, die war ja heute vor einer Woche gewesen. Und da habe ich halt auch gedacht, wenn ich mich jetzt hinstelle und würde jetzt aus einem Buch vorlesen, dann bräuchte man keinen Schauspieler oder Schauspieldozenten dafür. Das können andere, da bin ich sicher sogar besser als ich. Aber wir haben ja dann gerade die Monologe genommen, die wir hier in der Schule erarbeiten auch. Das sind ja die Texte, mit denen sich Schauspieler bewerben später. Und die dann halt vorzutragen, zwar noch nicht zu spielen, aber halt szenisch vorzutragen, glaube ich, war vielleicht das Besondere. Du warst ja dabei bei der Lesung gewesen. Ja. Und das ist, glaube ich, exemplarisch für vieles, was wir hier mit der Schule machen. Auch wenn wir La Vie de Jean-Marie drehen, dann haben wir das ja vorher auch schon mal uns gemeinsam überlegt und das eine oder andere Mal ausprobiert, auch hier in den Räumen, ob dieser Gag denn funktioniert, ob er auf der Bühne funktioniert oder vor der Kamera, sind immer noch zwei verschiedene Dinge. Aber es erwächst alles aus dieser Arbeit und das ist das sehr Befriedigende, muss ich sagen. Und ich kann sehr glücklich sagen, dass ich eigentlich jeden Tag das mache, was ich gerne mache. Das ist viel wert, glaube ich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Fühlt sich dann nicht so wie Arbeit an, ne? Ja, es fühlt sich nicht ganz so wie Arbeit an, aber es ist auch Arbeit, ne? Thomas und ich, wir waren neulich essen gewesen, da war ein Pförtnerhäuschen, da stand unten vor dem Pförtnerhäuschen, was man gerne macht, ist keine Arbeit. Gut. Und das trifft, glaube ich, auf zwei. Ja. Ja. Herr Adamek, Sie sind der Schauspielschule Aachen auch nach Absolvierung der Ausbildung immer noch verbunden und sind auch als Dozent an der Schauspielschule Aachen tätig. Ich habe gehört, im Jugendbereich. Erzählen Sie uns vielleicht ein paar Sachen dazu. Was machen Sie da und was ist Ihre Intention? Ja, also anfangs habe ich auch im Fach Gesang und teilweise im Fach Schauspiel
einen Kurs der ganz normalen berufsbegleitenden Schauspielausbildung unterrichtet. Aber jetzt aufgrund des Zeitmangels und der Dreharbeiten kann ich halt schlecht an beiden Orten sein, wenn man halt bis abends dreht. Das Wochenende, der Samstag, ist halt oftmals ein drehfreier Tag, genau wie heute der Sonntag, deswegen auch das Interview heute. Und deswegen kann ich auch samstags den Jugendkurs unterrichten. Der findet aktuell samstags statt, in den Abendstunden um 18 Uhr, also eine Doppelstunde. Und da unterrichte ich den Jugendkurs. Ist eine tolle Sache. Also man merkt wirklich, wie sehr motiviert die jungen Menschen, die Kinder sind und wie schnell sie lernen. Also Kinder lernen unheimlich schnell. Und es ist eine große Freude, dass man wirklich sehen kann, wie sich wirklich das Kind steigert von Stunde zu Stunde. Dass man wirklich direkt einen Vergleich hat von letzter Stunde auf die aktuelle Stunde. Und das ist sehr motivierend. Ja, man kann, glaube ich, dazu sagen, was René auch gerade ausgeführt hat. Man ist ja in erster Linie ist man ja Künstler. Und man gibt den Menschen sehr viel. Und dann spielt natürlich auch die Jugend eine Rolle. Und wenn man so seine Aufgabe dann immer noch sieht, obwohl man in Produktion tätig ist, eine Menge anders um die Ohren hat, dann ist das eigentlich auch gesellschaftlich eine wichtige Sache. Ja? Und ich find das klasse. Und ich habe mir natürlich auch das Programm der Schauspielschule angesehen. Es ist ja auch hier so, wenn ich mir die Dozenten anschaue, die hier an der Schauspielschule Aachen tätig sind, das sind ja auch alles ganz tolle Leute. Ja, ich glaube, das gehört aber auch dann dazu, um eine hochwertige Ausbildung darstellen zu können. Ja. René, vielleicht, dass du da uns mal einen kurzen Überblick geben kannst und als Schulleiter, worauf du dann auch besonderen Wert legst. Dass jemand wirklich aus der Praxis erzählen kann, das ist, glaube ich, das, was wir am wichtigsten finden. Du sagst immer Schulleitung, zur Schulleitung gehört auch Andrea Royer dazu, mit der ich das zusammen damals auch begründet habe. Sie ist auch eine ganz, ganz hervorragende Dozentin, Diplom-Schauspielerin. Und als wir so die ersten Projekte starteten, wie zum Beispiel das mit dem Ensemble, haben wir schon überlegt, ob das gut ist, wenn die Schulleitung oder der Schulleiter mit den Schülern oder mit den Absolventen zusammen auf der Bühne steht. Ob dann noch die notwendige Distanz später da ist im Unterricht, weil man kommt sich ja sehr nah. Das geht aber. Und ich muss sagen, das freut mich, dass man da auch wirklich mit gutem Beispiel vorangehen kann. Erwähnt es eben die Lesungen, das ist ja auch, sage ich mal, nicht nur wegen der Lesungen interessant, sondern weil man auch Wege aufzeigt, wie kann ich als Schauspieler später mein Geld verdienen. Ich kann auch Lesungen machen, ich kann auch synchronisieren, ich kann auch Theater spielen, ich kann auch Comedy-Sachen machen oder vor der Kamera stehen, dass man halt Lebenswege aufzeigt. Das finde ich ganz wichtig und auch das Thema Existenzgründung. Wie mache ich mir daraus eine Existenz aus der Schauspielerei? Und ich glaube, da haben wir im Allgemeinen aber doch noch sehr großen Nachholbedarf. Wenn ich das jetzt als Schauspieler so sehen würde, ich mache jetzt hier einen Abschluss, habe ein Zeugnis und dann warte ich mal darauf, dass mich jemand einstellt, wird es schwierig, meiner Erfahrung nach. Also Thomas hat das ja auch schon mal gesagt, Schauspieler ist ein Beruf, um den man sich kümmern muss. Ja. Die fand ich ganz schön, die Formulierung. Ja. Und so ist das auch. Ne? Ja. Und da hat die Schule, hast du vollkommen recht, nicht nur die Aufgabe, fachliche Dinge zu vermitteln, sondern auch wirklich Lebenswege aufzuzeigen und Vorbild zu sein. Und ich hoffe, dass ich das sein kann. Vielleicht zum Abschluss eine Frage an Sie beide. Ja? Wir haben ja eine Situation, ich glaube, das ist für ein Stadttheater immer so wichtig. Mhm. Wir haben ein Budget, ist in Kommunen oder in Städten, Kommunen haben ja in dem Sinne gar kein Theater mehr. Mhm. Wie sieht die Situation aus? Findet irgendwo in irgendeiner Art eine Förderung oder zumindest Möglichkeiten für viele Schauspieler, die ohne Engagement sind, dort in Veranstaltungen, die von den Kommunen, von den Städten organisiert werden, aufzutreten? Oder ist es tatsächlich so, dass da immer weniger im Budget ist, immer weniger Möglichkeiten und man muss wirklich, was du auch eben sagtest, René, und wo ich auch mit Herrn Adamek
drüber gesprochen habe, nur auf sich selber setzen und dann aktiv werden. Oder gibt es da in etwa noch ein Zusammenspiel? Das hat es ja irgendwann in der Vergangenheit, wenn ich an die 60er und 70er Jahre denke, die ich ja erlebt habe, ich meine, ihr beide seid ja wesentlich jünger, hat es das schon in einem anderen Maße gegeben. Wie ist da die Situation? Ich nehme das auch so wahr, dass die Relevanz der Kommunen in Bezug auf solche Themen einfach rückläufig ist und abnimmt. Und, aber das fällt ja nicht ganz weg, dafür gibt es was Neues. Ich sage immer, wir leben wirklich in einer Wirtschaftsnation und die Privatwirtschaft sollte sich auch ihrer Verantwortung in Sachen Kunst und Kultur bewusst werden. Ich glaube, das tut sie auch, da will ich gar keine Anklage führen, im Gegenteil. Also nur als Schauspieler vielleicht sollte man da auch die Ohren oder die Fühler in diese Richtung ausstrecken. Wir spielen ja mit unserem Ensemble zum Beispiel jetzt im kommenden Monat noch in einem ganz tollen Hotel hier in Aachen. Ah, da freue ich mich drauf. Und da gibt es Mandragola, das ist dann eben kein Stadttheater, aber eben ein privatwirtschaftliches Hotel. Ja. Und das geht dann eben auch. Ja. Und ich nehme diesen Wandel wahr, aber ich nehme ihn jetzt nicht mit Argwohn wahr. Das ist, ist der Zeitgeist. Ne? Ja, würden Sie sagen, das ist die Situation oder wie erleben Sie das? Relativ ähnlich. Also ich kann mich ja dem René eigentlich nur anschließen. Ja. Gut. Ja, dann wäre das irgendwo auch mal ein Appell an die Privatwirtschaft. Übrigens, ich finde das eine geniale Sache in diesem Hotel in Aachen. Meine Frau und ich freuen uns schon sehr, sehr darauf. Ne? Wir lieben auch dann schon, das muss ich sagen, diese unmittelbare Situation. Und toll, das wird mit Sicherheit eine klasse Sache. Ganz schön. Ja. Die haben ja eine Dachterrasse dort oben, die komplett verglast ist. Man Sky Lounge, wie man das nennt. Genau, man kann von da aus den Dom sehen und dort das Rathaus sehen. Ja, und welches Stadttheater hat schon sowas? Ne? Ja, das ist auch wieder wahr. Ich danke für das kurze Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung. Genau.